Shalom Aleichem, Mishnayot vor dem Schlafen, zweiten Avot, zweiten Perek, Mishnah 13, Lilui Nishmas, Ellen Händel, Bat Aaron. Wir sind weiter mit den Schülern von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai pflegte zu sagen, sagte seinen Schülern, geht hinaus ins Leben und sieht, welcher der gute Weg ist, den der Mensch wählen soll. Rabbi Eliezer sagt, ein gutes Auge. Rabbi Yeshua sagt, ein guter Freund. Rabbi Yose sagt, ein guter Nachbar. Rabbi Shimon sagt, der die Folgen seiner Taten voraussieht. Rabbi Eliezer sagt, ein gutes Herz. Darauf sagte der Lehrer seine Schüler, ich stimme den Worten des Elazar, sondern des Arach, bei, denn in seinen Wörtern sind eure Worte enthalten. Weil wenn einer hat ein gutes Herz, ist schon alles drinnen. Was sind die geradlinigen, schönen Wege, die der Mensch Ikar, Hauptsache, Fundament? Gute Auge ist einer, der zufrieden und genugsam mit das, was er hat, und er will nicht überflüssige Sache und er ist nicht neidisch, wenn er sieht, dass der andere hat mehr. Also es ist bekannt, die Geschichte, dass es war ein Griechenland, ein Weiser, der heißt Diognas, der hat gelernt, mit gutem Auge zu leben und er hat gesagt, viel Besitz und Geld bringt Sorgen und Zorres. Und er hat gelebt in einem Fest und er hatte nur einen Sack. Und einmal einer hat ihm genommen den Becher. Man sagt, man kann auch leben ohne Becher. Also Rebbe Avrom Shtal bringt auch weltliche Sachen. Guter Freund, ein Mensch soll erwerben, einen guten Freund mit ihm zu lesen, zu lernen und essen und erzählen alle seine Geheimnisse. In jedem Moment sollst du lieben deine Freunde. Ein Freund wird dich nicht lassen im Not, im Stich, sagt Ralbag. Es ist bekannt, seine Geschichte von Bagdad. Es war ein Papa, der lag am Sterben und er hat gesagt, sein Sohn, ich habe 10 Freunde, ich bitte dir, die Freundschaft mit den Freunden weiter zu pflegen. Und der Papa war tot und er hat gemacht eine Mahlzeit. Und alle haben ihm zum Schluss geholfen, unterstützt. Freundschaftsqualität am Leben tut der Mensch sehr gut. Guter Nachbar. Guter Nachbar ist manchmal wichtiger als guter Freund. Weil der Freund ist nur von Zeit zu Zeit. Ein Nachbar ist immer neben dir, der hört, der ist aufmerksam bei Tag und bei Nacht und du lernst von seinen Taten. Also, Nachbarschaft ist sehr, sehr wichtig. Der sieht der Zukunft, ist einer, der sieht das Resultat von jeder Sache, was er tut. Und zum Schluss sagt Rabbi Yochanan ben Zakkai, das Allerwichtigste ist Lev Tov. Schon Abraham, wenn er schickt, Eliezer zu bringen, Kala, Frau zu Yitzhak, da sieht er, dass sie hat ein gutes Herz, sie gibt ihm Wasser zum Trinken und hat gesagt, Otauch Yach Hashem, das hat mir Hashem bewiesen, das ist die Frau, weil sie hat so ein gutes Herz. Also, alles ist abhängig von Herz. Hass, Liebe, alle Eigenschaften kommen vom Herz. Deshalb, wir sehen in die 5 Schüler, jeden denkt an andere Sache ist wichtig. Gute Auge, guter Freund, guter Nachbar, die Zukunft zu sehen und der letzte Lev Tov, gutes Herz. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ein Mensch hat gutes Herz, mehr braucht man nicht. Sefer Chassidim sagt, wenn du hast, du willst heiraten eine Frau und es gibt 2 Mädelach. Eine mit guter Mischproche, aber Herz mittelmäßig und eine keine Jiches der Mischproche, keine Größe
Abstammung von Familie, aber die, das Mädel oder der Junge, Herz, a goldene Neshome. Was sollst du nehmen? Gutes Herz, Lev Tov. Warum? Weil Lev Tov, gutes Herz, ist alles. Gibt es nichts Besseres. Wenn ein Mensch hat Lev Tov, dann hat er gute Augen, dann ist er ein guter Freund, dann ist er ein guter Nachbar, dann sieht er die Zukunft, weil er will nicht negative Sachen machen, weil er hat ein gutes Herz. Schkoyach.